Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Katastrophe LP in der Red Alert Liga. Heute wieder in der Nachmoderation. Ich habe für euch wieder ein Spiel mitgebracht aus der zweiten Liga und zwar zwischen dem Folgen und dem Marlin 2 auf der Fields of Atonement Map. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Gast heute mit dabei und zwar den Nerdy. Servus, grüß dich. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Guten Abend. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist nämlich aus einem ganz bestimmten Grund hier heute da, Nerdy. Ja, genau. Genau, ich erkläre es einmal für die Zuschauer einfach zusammen. Und zwar möchte der Nerdy nämlich hier ins Moderationsteam mit rein, möchte auch die Alarmstufe Rote nach Moderation machen. Und für uns beide ist das jetzt einfach mal so ein kleiner Field-Test heute, um mal zu gucken, wie du dich so schlägst, ne? Ja, genau. Ich freue mich tierisch. Bin vielleicht ein kleines bisschen nervös dabei. Aber ich denke, das kriegen wir auch schon hin. Du bist ja auch so ein ganz entspannter Kerl. Ja, ganz normal. Dass du mich da ein bisschen auf dem Boden halten kannst. Das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Das schaffen wir. Und ich sage das auch direkt von Anfang an, weil ich nämlich möchte gerne, liebe Zuschauer, wenn ihr euch das angehört habt, wir nehmen heute 3 Spiele auf, nerdy, habe ich gesagt, ne? Und wenn ihr gerne mal dem Nerdy in den Kommentaren da mal ein Feedback da lassen wollt, macht das bitte mal, ist für uns und für den Nerdy wirklich Gold wert, wie er sich da so in euren Augen geschlagen hat. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel rein, gar nicht lange fackeln, wir wollen direkt reinstarten und gucken mal eben, wen wir haben. Wir haben hier oben links den Folgen mit den Alliierten, wenn ich es richtig gesehen habe, und hier unten rechts den Marlin 2. So, und Nerdy, was machen wir als erstes immer, wenn wir Spiel starten? Wir stellen die Karte vor. Wir schaffen den Leuten so einen kleinen Überblick, was ist auf der Karte los, was findet hier statt, ist diese Karte vielleicht beliebt, ist sie vielleicht ganz neu, was sind so vielleicht Herangehensweisen, die oft zu sehen sind bei den Leuten. Genau, aber eine Sache mache ich noch immer vorher, wir werfen mal einen Blick in die Liga rein. Das hätte ich jetzt danach gemacht. Das machen wir als erstes. Nerdy, erzähl doch mal, wo die beiden gerade sind. So, wir haben den Fulgin auf dem Platz 4 mit 11 Spielen, 5 Siegen und 3 Niederlagen, 22 Punkte. Sehr weit oben. Und dann haben wir den Marlin 2 mit 8 Spielen. Hat noch ein paar Spiele hinterher, kann man jetzt von der Platzierung vielleicht auch noch nicht so ganz miteinander vergleichen. Hat 4 Siege und 4 Niederlagen, aber auch dafür 0 Unentschieden. 15 Punkte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. So sieht es nämlich aus. Sehr schön. Und dann genau, wollen wir mal auf die Karte gucken, wie sie aussieht. Die Fields of Atonement, sehr beliebte Karte bei uns. Aber da wir ja immer viele, viele neue Zuschauer dabei haben, werfen wir mal einen Blick rundherum. Wir haben die 4 Inseln, so nenne ich sie mal, weil es wirklich abgetrennt sind durch diese Flussläufe. Und und die schöne Mitte, ne? Eine sehr symmetrische 8-Spieler-Karte mit einem großen Gemfeld in der Mitte. Keine Übergänge. Also die Spieler sind wirklich darauf angewiesen, hier Marineeinheiten zu bauen und dann irgendwo überzusetzen. Ich sehe, auf dieser Map gibt es allerdings auch keine NPC-Stützpunkte, wie es ja schon mal sonst auf anderen Inselmaps ist. Da kommen sie sehr gut rüber. Die Inseln noch nicht ganz zugewachsen direkt zum Start und da können sie gut übersetzen, neue Stützpunkte aufbauen und sich vor allem dann möglichst schnell vielleicht den Money Boost von den Gemfeldern holen. Richtig, richtig, genau. Nee, das siehst du völlig richtig. Hier ist Marina auf jeden Fall ganz, ganz großes Thema und keine direkte Landverbindung. Heißt natürlich auch, dass die beiden sich nicht direkt angreifen können, ne? Sie müssen erst wirklich übersetzen zum ihrem Gegner. Und sorgt für einige spannende Matches, die wir hier schon gesehen haben. Richtig. Deshalb wahrscheinlich auch oft mit den Alliierten gespielt. Sowjets mit U-Booten vielleicht nicht unbedingt so die erste Wahl hier auf dieser Map. Gerade Zerstörer und Kreuzer bei diesen engen Küstenstreifen hier, wo man dann auch mal schnell sehr, sehr weit ins Landesinnere hereinschießen kann. Ich meine, die Raketen-U-Boote von den Sowjets, die reichen auch weit, sind allerdings auch sehr teuer und vielleicht nicht ganz so praktikabel wie jetzt so ein Zerstörer, nicht wahr? Richtig, genau, hast du völlig richtig. So, für alle neuen Zuschauer auf jeden Fall noch der Hinweis, wir haben 10 Minuten Cooldown, das heißt, die beiden dürfen sich auch, wenn es ja auch jetzt nicht gerade möglich ist,
innerhalb dieser 10 Minuten nicht angreifen, keine aktiven Angriffe. Auch Passive lassen sich ja in der Erkundung meistens nicht vermeiden, wenn man zumindest mal eine Landverbindung hätte. Bis auf die Sammler, die müssen auch vor Passivfeuer geschützt werden, sonst hagelt es gelbe Karten, was gleichzeitig Punktabzug bedeutet. So, wir sind ja schon mitten im Aufbau. Manin 2 klassisch, eine Raffinerie direkt Richtung 2. MBF, den er auch gerade schon einlädt. Und genau. Ja, übersetzt zur Mitte, ne? Hier auch schon vorher, einmal hat man schon aufgebaut gesehen, hier schön den Bauspeed auch einmal mitgenommen, der sich dann, wenn er den Bauhof wieder zusammenklappt, um weiterfahren zu können, nicht negiert, sondern für die aktuelle Bauphase, je nachdem, was er gerade baut, vielleicht ein Tech-Zentrum, vielleicht Radar, ich weiß es gerade nicht, dann aber auch bestehen bleibt auf jeden Fall. Ja, richtig, ganz genau, das ist völlig richtig. Wir gucken mal beim Vorhinein rüber, ich habe es gerade schon gesehen, der hat sich hier auch, da ist übrigens auch der 2. MBF, ist auch hier mit einer Raffinerie raus, hat aber zwischenzeitlich hier oben noch eine zweite gebaut, schön hier mit den Sinos vorangebaut. Ja. Und fängt jetzt auch an, schon die nächste Insel einzunehmen. Ja, ich werde auch die Mitte nehmen, das war auch abzusehen. Und somit da so überzusetzen. Übrigens, Silos, ja, ne, werden gerne vergessen. Die Silos, ne, Spieler vergessen das gerne mal, die zu bauen. Gerade am Anfang, wenn man noch Gems hier in den Erzfeldern hat. Ich gerade am Anfang, wo vielleicht das Konto noch nicht ganz so leer ist und das Geld aber auch nicht in den Raffinerien liegt. Ja, da wird dann oft nicht dran gedacht, dass man irgendwann mal ein Silo braucht, gerade wenn es dann jetzt auch irgendwo auf die Gems zugeht, die dann schnell die Raffinerien voll machen und da kann einem wirklich was an Geld durch die Lappen gehen, wenn die Sammler hin und her fahren, abladen, aber es wird nichts mehr aufs Konto geladen, richtig, weil die Lager klar einfach voll sind. Richtig. Gerade auch mit dem Bus sehr gut geeignet zum Crawlen, ja. Wie wir es halt oben beim Fulgin gesehen haben, da gibt es dann eben so Special-Übergänge, die der Spieler, wenn er sie denn kennt, echt perfekt nutzen kann. Richtig, ne? Wo dann genau die Baureichweite echt noch ausreicht, um dann irgendwie so eine Grenze zu überwinden. Ganz genau. Wir sehen gerade, der Martin, der ist hier ein bisschen kreuz und quer gefahren. Der wusste gar nicht, wo er mit seinem Bauhof hin soll am Anfang. Hat dadurch ein bisschen Zeit verloren. So, aber ist immer noch ein bisschen ein Vorteil. Erste Raffinerie finde ich gar nicht so gut platziert, muss ich sagen. Also da hat Fulgin eine wesentlich bessere Platzierung für seine Raffinerie gewählt. Ja, da hätte er näher rangehen können ans Gemfeld auf jeden Fall. Das wird ihm wahrscheinlich den einen oder anderen Dollar kosten jetzt, ne? Dass er erst nochmal jetzt weiterfahren muss mit dem Bauhof, um dann oben endgültig ans Gemfeld rankommen zu können. Richtig, genau, weil dieses Feld ist ja schnell weg, ne? Ja, kann vielleicht an fehlender Map-Awareness liegen hier. Man weiß es nicht. So. Vielleicht fragt man später mal nach. Richtig, genau. So, wir haben auch jetzt auf der unteren linken Insel, sind nämlich auch jetzt gerade beide hin expandiert, haben wir eine schöne Situation. Die haben sich beide nämlich für die untere linke entschieden. Und somit haben wir im Cooldown schon eine Landverbindung zwischen den beiden Spielern. Sie wissen ja beide voneinander noch nichts. Aber doch Fulgin, der könnte es jetzt sehen, weil wir gucken, gehen mal in die Sicht von Fulgin rein. Wir haben ja den Vorteil der Nachmoderation, wir können auf die Spielersichten umschalten. Und Fulgin hat es gesehen. Martin, sieht es jetzt auch, dass hier was ist. Wird gebaut. Sieht auch, dass hier ein Hafen ist und auch hier ein Transportboot. Ganz spannend. Spätestens jetzt wissen sie beide voneinander, dass sie mindestens auf der linken unteren Insel zu zweit sind. Ich glaube, von dem Kriegsschatten her konnte man jetzt in der Mitte, konnten sie jetzt noch nichts voneinander sehen? Nee, Mitte noch nicht. Nee, das könnte das Ganze nochmal spannend machen. Es ist ja auch, hätte ich jetzt gesagt, wenn es dann später zum Satelliten kommt bei den Alliierten, was ja auch nicht immer jetzt in den oberen Ligen 1 und 2 nicht immer praktiziert wird, dass dann auch Tech-Zentren gebaut werden. Hatte mich dann, wie ich mir die ersten Videos aus den Ligen angeguckt habe, auch überrascht, dass dann also teilweise echt wirklich konsequent darauf, ne? Auf den kleineren Maps machen die das, bauen die gerne mal später ein Tech-Zentrum. Die setzen da noch nicht so einen starken Fokus drauf, wie jetzt in der 2., 3. oder 4. Liga. Genau. Aber das liegt so daran, weil die ihre Karten sehr, sehr gut kennen. Mhm. Beide Spieler bauen sich jetzt hier Panzern auf. Übrigens, Fulgin boardet sogar schon vor. Wir sind in der gleich 8. Minute von 10. Der Cooldown ist nämlich gleich abgelaufen und Martin hat hier 0 Verteidigung in der Mitte. Gegenüber Fulgin. Da sind schon einige Panzer. Da könnte er gut gleich direkt auf der Insel das Gemfeld echt ordentlich verteidigen und da den Sack schon wieder ein bisschen zumachen und das wirklich schwer machen für den Martin, da auf der Insel nochmal Fuß zu fassen. Ja? Richtig, genau. Das ist ganz gefährlich hier. Übersetzen und das ist immer eine Schwachstelle, so eine Landungsoperation.
Richtig, richtig. Das sehe ich genauso. Es ist sehr, sehr schwierig. Er fängt jetzt an, schon Kanonentürme zu bauen, aber wenn er nicht gleich hier auch drüben mal ein paar Panzer baut, würde ich auch befürchten, dass er diese Insel hier gleich verlieren wird. Und jetzt sieht man auch, da macht sich der Money Boost beim Füllgen jetzt bemerkbar. Martin 2 gerade kein Geld. Ja, beide gerade auf Null, ne? Gefallen, ne? Füllgen ja, jetzt auch. Ist gerade runtergegangen beim Füllgen. Er war aber auch jetzt bis gerade eben so ein bisschen weiter im Haben-Bereich, sagen wir mal. Ne? Einfach, ja, ich denke mal, das kommt davon, dass er früh die Raffinerie am Gemfeld hatte, jetzt sogar schon die zweite da stehen hat. Das wird sich echt bemerkbar machen. Ja, das auf jeden Fall. Also die ist ja wirklich nicht gut platziert gewesen. Dieses Feld hier ist schnell aufgebraucht. Aber das ist gleich sowieso egal, weil er wird diese Position verlieren. Wir haben gerade den 9 Minuten jetzt gesehen. Das Zeichen für die Spieler. Noch eine Minute Zeit bis zum Angriff. Hier kommt schon zum kleinen Zwischengefecht. Das ist aber Passivfeuer. Also alles regelkonform. Fulgen boardet hier auch schon vor. Oh, ich sehe gerade eine große Klatsche gerade auf Martin zukommen. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich gerade auch nicht anders sagen. Der wird jetzt hier wirklich gerade in die Zange genommen. Da muss er sich jetzt was einfallen lassen. Ja, und was ganz dringend. Mit einem Turm und einer Fabrik ohne Panzer und ohne besonders viel Einkommen und Geld wird er das auf der Mittelinsel auf jeden Fall nicht halten können. Vielleicht hat er noch einen anderen Plan. Vielleicht ist, man weiß es nicht, was er noch vorhat. Er ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, was ausgefallene Strategien angeht. Aber das nicht unbedingt. Martin hat ein sehr, sehr gutes Panzermovement, ne? Also Martin ist ja wirklich sehr, sehr gut drin. Aber wir passen mal auf. Erster, zweiter und dritter Blitz. Der Cooldown ist jetzt vorbei und es geht direkt unten links los. Ja, Fulgen nimmt sich die Base vor. Direkt auf den Bauhof gegangen. Den wird er wahrscheinlich auch noch kriegen, auch wenn er wegfährt. Der richtig. Ist rausgenommen. Bauhof down. Was nimmt er sich als nächstes? Natürlich die Waffenfabrik. Ist klar. Er muss ja Martin nur von diesem Bauplatz hier runterkriegen. Ja. Macht er gut. Jetzt hat er auch die Waffenfabrik raus. Ja, sollte sich aber so langsam mal die Panzer vornehmen. Ja, die verliert er natürlich, während er sich auf die Gebäude konzentriert. Mhm. Ne, Martin muss nur die Panzer loswerden und Füllgen muss Panzer und Gebäude loswerden. Richtig, richtig, richtig genau. Man muss diesen passenden Moment darf man nicht verpassen. Auch dann irgendwann auf die Panzer zu gehen, wenn man so die wichtigsten Gebäude rausgenommen hat und merkt, ich kann nicht mehr so viel großen Schaden anrichten. Genau. So, hier oben damit auch. Hat er auch rausgenommen. Ja. Der Angriff unten, der ist jetzt abgewehrt worden. Hier oben kann er aber eigentlich durchgehen. Er scheint er gerade nicht so auf dem Schirm zu haben. Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich gerade. Martin jetzt hier auf zwei Fronten verliert er jetzt gerade seine beiden Frontbasen oder zumindest die Position. Ja, hier kann er es noch halten gerade. Ja, er hat ein paar Türme nachgebaut. Aber die Raffinerie ist raus, gut, die hat eh nicht mehr viel abgreifen können. Wäre ein guter Speicher noch gewesen. Aber ja, es tut auch weh, ne? Auch um näher ranzukommen, einfach an das nächste Feld dann. Martin hat zwar gerade Geld, aber er braucht auch dringend. Also, klar, wenn die Produktionsstätte fehlt, dann kannst du noch so viel Geld haben, das bringt dich dann auch nicht weiter. Ja, richtig. Vor allem jetzt verliert er hier auch gleich seinen Sammler, der wird gleich passiv rausgenommen. Der eine Zerstörer, der wird nicht viel ausrichten. Frage ist, ob er diesen Bauhof jetzt auch noch mit verliert. Füllgen ist ja gerade nicht aktiv, der ist wirklich hier konzentriert. Aber Martin fährt ihn auch nicht weg, den Bauhof. Ne? Er lässt ihn da jetzt stehen. Ja, er hat auch nicht so aktiv sein. Martin ist auch komplett hier konzentriert. Füllgen zu nah am Wasser, kriegt hier Zerstörerfeuer ab. Aber auch hier Füllgen auf Schiff hat er schon massig. Also Martin verliert ihn gleich auf zwei Fronten. Wasser und zu Land. Ja, Gebäude raus. Alle weg. Der Bauplatz ist weg. Hat er verkauft. Hat er aufgegeben. So, aber das hier kriegt er verteidigt, weil Füllgen pennt. Der hat hier wirklich gepennt. Der hätte das locker hier rausnehmen können. Genau. Jetzt stehen hier zu viele Kanonentürme. Da brauchen wir Panzer. Auto aber schon. Ich habe gerade gesehen, vom Martin, da kam jetzt auch schon der nächste Bauhof in den Transporter rein. Hier, ja, muss er ja, ne? Er muss sich eine neue Position suchen. Die hier ist ja kurz vorm Fall. Unten links hat er bereits verloren. Ja. Wahrscheinlich wird er jetzt nach oben rechts gehen, nicht wahr? Mhm. Und er muss auch gleichzeitig jetzt Schiffe bauen, weil er verliert auch gerade die Wasserdominanz. Und wenn Füllchen hier durchzieht, hat er ein Problem. Da ist nichts. Da ist nichts. Oder er macht es jetzt ganz verwegen und geht oben nach oben links auf die Insel von der Hauptbase. Aber das kann ich mir jetzt so ohne Truppen, nur mit einem Bauhof gar nicht so richtig vorstellen. Ja, könnte ich mir. Ganz interessant hier, hast du das gesehen? Füllchen hat hier Panzer eingeladen.
Ja. Ich weiß nicht, glaube ich, übersetzen. Frage ist, wohin? Will er jetzt diese Insel hier schon absichern? Ja. Oder? Das wäre mein Gedanke. Oder will er hier hin? Ich weiß es nicht, was Virgin vorhat. Kann er denn sehen, was er in seiner Hauptbase drin hat? In Ordnung. Ja, da Madding ja keine Schattengeneratoren gebaut hat. Ja, Sir. Kann er alles sehen. Wir sind auf der Sicht von Virgin gerade. Ja, okay. Ah, dann hat er das Tech-Zentrum raus und Satelliten auch raus. Ja, dann kann das sehen. Er sieht alles. Martin hat keine Schattengeneratoren. Virgin kann alles sehen. Gebaut. Und noch einen Bauhof gemacht. Genau. Ja. So, das ist die Sicht von Martin. Ja. Einheit verloren. Melde mich, wie bestätigt. Bewegt sich auch nicht der Bauhof. Ich glaube, der Martin, der ist gerade ziemlich am Struggeln. Ja, es wirkt ein bisschen, als ob ihm gerade seine Strategie ist nicht aufgegangen und jetzt muss er sich gerade was Neues überlegen und ist so ein bisschen gelähmt, ne? Und jetzt richtig, eine Waffenfabrik statt direkt eine Raffinerie dahin zu setzen, gewagt, finde ich. Er will, glaube ich, diese Position hier verteidigen, dass ihm das gleiche nicht nochmal passiert, was ihm hier unten links passiert ist. Aber sieht jetzt, geht es erstmal in der Mitte weiter, weil Phil möchte ihn hier auch aus der Mitte raus haben. Das sieht aber relativ ausgeglichen aus, wenn er mit seinem guten Panzer mit Wasser an den Dach nicht das macht. Aber jetzt kriegt er natürlich noch mit den Zerstörern da unten noch weitere Konkurrenz. Da sind die Probleme, Panzer dann gar nicht mehr so wichtig für den Fulgin da. Einfach nur genug Zerstörer, das steht alles nah genug an der Küste dran. Mhm. Richtig gute Feuerunterstützung jetzt vom Wasser aus. Jetzt sollte aber gucken, dass er den Hafen hier auch trotzdem mal schnell rausnimmt. Ich suche das Transportboot eigentlich. Wo ist denn das eigentlich hingefahren? Hier ist es. Mit den Panzern, hier war noch ein Transportboot mit Panzern. Ich hätte gedacht, das fällt jetzt hier gleich in die Hauptbase rein. Ja, irgendwo im rechten Bereich. Oder ist es von einem Zerstörer rausgenommen worden? Das könnte auch sein. Das war hier. Ja. Hat vielleicht der Füllchen nicht aufgepasst und der Martin hat einmal gesehen, oh, den nehmen wir doch mal lieber weg. Ja, wahrscheinlich. Glück für Martin in dem Moment. Ja, genau. So, jetzt verliert er seinen Hafen hier oben auch noch. Damit jetzt gleich Wasserhoheit. Für Füllchen. Das war auch der einzige Hafen. Marine auch nicht mehr so, also war von vornherein nicht groß, jetzt noch kleiner. Hm. Viele Boote hat er nicht, vielleicht zwei Hände voll. Und die räumen jetzt natürlich hier auf. Ja, die räumen jetzt richtig auf. Diese Raffinerie auch wichtig für Marine. Die tun richtig weh, wenn er mit den Zerstörern die Raffinerien rausnimmt. Wieso hat Füllchen Geldprobleme? Das verstehe ich gerade nicht. Er hat zwei super platzierte Raffinerien. Ja, die Sammler fahren aber zu weit. Ja, fehlt das Micromanagement vielleicht. Ja. Zumindest von der zweiten Fabrik, vom rechten Sammler. Ich glaube, der fährt immer ins Erzfeld rein. Viel zu weit weg. Und dann... Hier, ja. Ja. Der ist nicht auf die Gems eingestellt. Richtig. So, ja. Die nehmen wir doch raus. Er sollte sich aber jetzt erstmal hier sammeln. Nicht, dass er hier nach und nach raus... Weil die Panzer hat er alle rausgenommen. Schiffe nimmt er raus. Ganz, ganz, ganz übel. Und hier kommt auch schon die Panzerverstärkung. Das wird er nicht halten können. Nee, auf gar keinen Fall. Breitet sich jetzt hier auf der rechten Insel ein bisschen aus. Hier hat er natürlich auch schon ein bisschen Verteidigung stehen, aber die Mitte, die ist verloren. Ja, die Frage ist, was macht er jetzt? Gibt also Mitte ist weg, unten links ist weg. Versucht er jetzt zwei Inseln zu halten von seiner Position aus oder sagt er, okay, ich versuch's oben rechts nochmal neu. Das ist ein kurzer Weg zur Hauptbase vom Füllgin. Ja, das ist die Frage. Wenn er denn dann versucht überzusetzen. Er muss sich erstmal grundlegend aufbauen, weil er hat hier natürlich, also die Map-Control liegt hier gerade ganz klar bei Füllgin und wie du siehst hier, die ersten Kreuzer kommen auch schon raus. Die Marine, ja. Ich wollte gerade sagen, die Panzer, die jetzt in der Mitte stehen, die bringen dem Völgin rechts unten und rechts oben natürlich jetzt auch nichts. Dann müsste er erstmal Transporter rüber schicken. Aber die Marine, die der Völgin gerade in diesen Fluss reinpumpt, die ist schon beachtlich. Die ist eine ganze Menge. Und Transportboote kann er hier locker rüberfahren, weil er hat seine Zerstörerdeckung hier. Und wenn wir wieder auf die Sicht von Völgin gehen, Martin hat ja immer noch keine Schattengeneratoren. Er bräuchte ja hier nur 10 Panzer rübersetzen, dann ist das hier weg. Bestätigt. Das heißt, zwei, drei Transportboote holen, Panzer einladen, rüberfahren. Ja. So, und ihr siehst ja auch, Virgin kann ja auch sehen, was hier passiert. Er hat ihn ja auch hier keine Schattengeneratoren gebaut. Ausgewählt. Das heißt, komplette Einsicht, wo Martin gerade sein Geld reinsteckt. Wird gebaut. Also eigentlich taktisch gesehen ein Traum für Virgin. Nein. Guckt er es an, was er auch so ein bisschen ins Halten gekommen. Jetzt orientiert er sich neu, wahrscheinlich so ein bisschen, so, und überlegt sich, was will ich als nächstes machen. Richtig. Rechts,
unten oder oben. Richtig. Aber jetzt die Schiffe splittet er, glaube ich, auf jetzt, ne? Na, er schickt sie nach oben. Stehen, oder schickt er sie komplett nach oben? Er wird sie nach oben schicken, klar, um Martin hier wieder abzuhalten, wieder Fuß zu fassen. Ist auch richtig, dass er die hochzieht, weil er muss Martin natürlich davon abhalten, hier mit Schiffen und da drüben mit Schiffen, dass er hier weiter Häfen baut. Um hier wirklich die Seehoheit zu behalten. Hat aber auch die Ressourcen, um sich da viel übers Wasser ausbreiten zu können, hier an der Stelle. Ja, mit den beiden immer, Werften. Füllt immer wieder mit Geldproblemen und das verstehe ich nicht. Er hat ja. Hier hat er ein gutes Feld, hier hat er zwei stehen. Baut sich auch schon vor, sehr, sehr schön. Gut vorgebaut mit der nächsten Raffinerie, die hat er verkauft. Die steht sehr gut, ja. Das hat er gemerkt, dass das nicht so viel bringt, gerade da an der Stelle. Aber der eine Sammler, der fährt immer noch ins Erzfeld rein. Ja, den hat er nicht umgelenkt. Dass der falsch läuft. Ja, die Schiffe, die werden jetzt hier gerade ins Nirvana geschenkt. Die holt sich der Martin natürlich weg am Rand. War so ein kleiner Stoßtrupp, der nicht viel ausrichten konnte. Die Panzer, das ist, wenn die müssen über so weite Strecke in sich in so eine Schlange verwandeln. Richtig. Ne? Dann kann da ein Schiff nach dem nächsten rausgenommen werden, als wenn es halt so ein großer Blob ist. Ne? Ja, richtig. So, Kreuzer treffen so langsam ein. Ich weiß nicht, Fürgen denkt gerade gar nicht, er könnte diese Panzer hier komplett hier hochziehen. Yeah, die würden hier alles rausnehmen. Die stehen komplett AFK, ne? Also an die denkt er gerade gar nicht. Nee, die hat er nicht im Blick, dass er hier auch die Häfen wirklich rausnehmen kann. Ja, genau. Ja, genau, was Martin mittlerweile macht, er nutzt jetzt mal Schattengeneratoren. Ja. Ist er dann auch mal drauf gekommen, dass er die doch mal bauen sollte. Ja, und jetzt trifft natürlich der Kreuzer schon hier oben ein und der kann natürlich hier richtig Bambule machen. Unten sind die Kreuzer, glaube ich, schon bei der Arbeit. Schön, guck mal hier, schön vorgebaut. Oh, da wäre direkt an der Front. Ja. So, kurze Versorgungswege für die Truppe. Ja. Genau, hier unten, aber was meinst du, ne? Das ist auch nur Autofeuer. Ja, das ist glaube ich, aber kein gelenktes von ihm. Das ist Autofeuer, das trifft nämlich nicht. Erwarte Ihre Befehle? Nee, das trifft nicht. Nee. Oder es ist gelenkt, aber es ist kurz. Ja, Martin macht's richtig. Kreuzer, die schießen ja immer ein bisschen ungenau. Je weiter das Ziel weg ist, desto ungenauer schießen die Kreuzer. Da ist wirklich gelenktes Feuer, dass man wirklich mit der, jetzt sag mir mal eben, STRG oder Shift-Taste, mit der Steuerungstaste kannst du das Feuer ja steuern. Ja. Dass man das wirklich benutzt mit den Kreuzern. Ich meine, auf die Entfernung, wo wir es jetzt gerade oben gegen die Panzer sehen, haben die keine Probleme. Nee, das ist klar, aber Manni macht es auch richtig, er nutzt ja auch die Panzer, um hier auch direkt die andere Küste rauszunehmen. Das hat Folgen ja leider nicht gemacht. Ja, damit ist natürlich die Position für den Folgen verloren. Kanonentürme. So schön hier an der Küste ganz Kanonentürme bauen. Ja, so eine schöne Küstenverteidigung, nicht wahr? Das ist ja dann auf diesen Karten, diese engen Gewässer, die haben Vor- und Nachteile. Ne? Kommt immer auf den Blickwinkel an. Jetzt war es gerade für den Martin ein großer Vorteil, dass er fast mit den Panzern über den Fluss drüber schießen kann. So ungefähr. Ja? Genau. Also ist ja nur ein Katzensprung. Ja, also Fürgen hat in meinen Augen gerade den Sieg verschenkt. Ja, schon. Weil er hatte Martin hier wirklich gerade an den Kochones. Ja, das war genau mein Gedankengang, den ich gerade hatte. Ja. Das war Gedankenübertragung, Norma. Richtig. Den hat er gerade gehabt. Nee, jetzt kann Martin sie wieder aufbauen. Guck mal hier. Macht er gut. Ja, Chronopanzer. Da, unterm Schattengenerator wird den Fürgen mindestens ein bisschen treffen irgendwo, wenn er den jetzt klug einsetzt. Sehe ich nicht so. Guck mal. Da sind Kanonentürme. Hier sind Kanonentürme. Ja, gut. Die machen natürlich kurzen Prozess. Ne? Hier sind Panzer genug. Gut, er sieht natürlich auch nicht alles. Ja, hier sind Panzer. Auch von der Insel. Also er kann reagieren. Ist nicht so, dass er nichts hat. Aber da ist der Fürgen natürlich auch mit den Schattengeneratoren sehr, sehr konsequent, nicht wahr? Also richtig. Überall, dass er... 1, 2, 3, 4 Kreuzer. Ach ja, gut. Die dürfen ja so viel bauen, wie sie wollen hier in der Liga. Ne? Ja, genau. Die Begrenzung gibt es. Hier keine Begrenzung. Bei mir unten in der 4. Da ist dann von 3 auf 5 aufgestockt worden jetzt mit der Season. Mit der Season 5 ist da in der 4. ein bisschen aufgestockt worden. Die dritte Liga hat ihre Begrenzung verloren und wir sind ja sogar in der 2. Da ist auch keine Begrenzung mehr. Jetzt muss er mit seinen Kreuzern hier flüchten. Braucht es aber gar nicht so weit wegstellen. Guck mal hier, schöne Küstenverteidigung mit beiden Panzern.
Genau. Zerstörer haben hier echt kein leichtes Spiel von beiden Seiten. Ja, und Martin muss seine Panzer durch wegfahren. Die Kreuzer machen hier kurz Prozess mit denen. Aber er findet super zurück. Er findet wirklich super zurück ins Spiel. Jetzt wir sind bei. Ja, aber wird hier ziemlich eingeengt. Also das wird er nicht lange durchhalten. Auf jeden Fall, er kann ja selber gar nicht in die Offensive gehen, weil er wirklich von beiden Seiten eingezwängt ist. Er muss jetzt noch verteidigen. Das stimmt. Richtig. Ja, ja. Er muss jetzt einen Weg finden, wie er aus der Defensive in die Offensive wechseln kann, um eventuell hier den Fürgen nochmal unter Druck setzen zu können. Richtig. Ich glaube, hier unten wird das als erstes versuchen, weil hier gerade ein Weak Spot ist für ihn zum Angreifen. Ja, er muss einfach mehr Kraft auf See gewinnen. Unbedingt. Weil sonst wird der Fürgen früher oder später wird er an Land übersetzen und dann kann er da kaum was gegenhalten. Hier ist ein schöner Punkt, um überzusetzen. Ja. Richtig. Hier kann er wunderbar übersetzen, er kann sogar für Hauptbase bauen, er hat ja hier vorne schon eine Waffenfabrik gesetzt. Also ich nehme an, dass er auch hier jetzt gleich Transportschiffe bauen wird, um die überzusetzen und zumindest, dass das sein Plan war. Mit dem großen Feuersupport von den 5 Kreuzern, die er da oben hat und den Zerstörern, dann können die Panzer gut geschützt rüber. Richtig, jetzt setzt er auch die Panzer von unten endlich ein, die er die ganze Zeit hier unten stehen hatte. Packt hier oben an die Nase, hier kann er schön die Schiffe abhalten, dass die hier durchfahren. Ja, und hier, ja, der Spot ist so gut wie verloren. Ja, die Sammler, die fahren ewig lange, bis sie wieder am Feld sind, den scheint er wirklich mental aufgegeben zu haben. Wir haben es ja gesehen, er kann ja auch dann die Raffinerien versetzen, aber der Martin, der konzentriert sich auf oben rechts, dass er da Fuß fassen kann. Ja, richtig. Hat er auch schon ein Tech-Zentrum gebaut als Backup. Richtig, ja. Kiste übrigens. Hier oben baut er sich gerade weiter aus. Ja, er setzt jetzt hier seinen neuen Sprung an. Ich bin gespannt, was er gleich vorhat. Er hat hier anscheinend hier einen massiven Chrono-Spam vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Hat 8 er jetzt. Stück, ja. Das ist schon viel. Ja, wenn es gleich blitzt, es geht schon los. Okay. Da oben. Ja, aber hier siehst du ja. Bündeln ist gut vorbereitet auf den Chrono-Angriff. Das war wahrscheinlich nur zur Erkundung. Ja, oder er hat es wirklich nicht gewusst. Ist davon ausgegangen. Boah, ganz knapp. Ah. Hat er gerade noch halten können. Bündeln hat nämlich nur eins, ne? Er hat, glaube ich, nur ein Tech-Zentrum gebaut. Kein Backup-Tech-Zentrum. Ja. So wichtig. Ja, und jetzt holt das natürlich klar. Schien für ihn nicht notwendig gewesen zu sein bisher. Und das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Er hat aber auch vier Chronos jetzt opfern müssen. Ja, also monetär, ganz klar ein Verlustgeschäft. Auf jeden Fall. Aber Fulgen hat seine Sicht verloren. Sowas kann einen auch aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn man dann plötzlich die Sicht verliert, die man jetzt viele Minuten gehabt hat, und auf einmal ist man blind, man merkt sich ja nicht, wo jede Einheit stand und jedes Gebäude. Ja, ja, richtig. Hat einen psychologischen Effekt auf jeden Fall. Ja. Wundert mich, dass Fulgen keins hatte, weil das Geld war auf jeden Fall da. Ja. Also ich glaube, das ist einfach da eine Nachlässigkeit von ihm gewesen. Das Martin ist bekannt für Chronopanzer. Also ist nicht so, dass er das zum ersten Mal macht. Kenne deinen Gegner, nicht wahr? Ja, richtig. Hier lässt er so ein paar Panzer einfach mal stehen. Hier in der Küste geht's auch wieder. Panzer gegen Kreuzer. Weil der Fulgen einfach nie unter Druck gesetzt worden ist, großartig in dem Spiel, hat er darüber nicht nachgedacht, ein zweites zu bauen. Aber hier die Panzer, die werden wahrscheinlich nicht lange gegen die Kreuzer bestehen. Das sind zu viele. Aber er macht selber auch Schaden, so ist nicht. Ja. Ja, versuchen sie jetzt hier an den Seiten richtig unter Druck zu setzen. Panzer von hier oben kommen sogar nach, fahren schön durchs Zerstörerfeuer durch. Hier oben zieht auch her. Oh, guck dir an, was hier steht, hat auch wieder. Massiv. Ganz massiv. Ja, wenn er hier durchbrechen will, dann könnte das nochmal eng werden für Martin gleich. Hier unten, das ist reine Verteidigung. Hier ist auch. Ja, er ist jetzt vorbereitet. Er ist jetzt alarmiert, dass da der Martin auf ein paar Chronos hat und die wird er jetzt auch stehen lassen. Ja. Aber er baut noch weiter Chronos. Er ist noch nicht fertig. Das war aus seiner Sicht anscheinend erfolgreich, sonst würde er das nicht normal machen. Genau. Und jetzt hier. Ja, das sind zu viele Zerstörer. Da brauchst du viel mehr Panzer für. Da scheint mir auch das Feuer nicht irgendwie zentriert massiv auf die einzelnen Zerstörer gerichtet. Das scheint mehr Autofeuer zu sein. Ja, jetzt ist kontrolliertes Feuer. Ja.
Jetzt ist Martin auch dabei, wirklich kontrolliert. Er muss die Panzer in Bewegung halten. Wenn du gegen Zerstörer kämpfst, müssen die Panzer in Bewegung bleiben. Ja. Schön mit der Q-Taste arbeiten. Richtig. Dann fliegen die Raketen vorbei. Richtig, genau. So. Ja, ich versuche hier Häfen hier rauszunehmen. Das wird dir aber nicht viel bringen. Oh, doch, hier da oben. Nochmal ein massiver Vorschuss. Ja. So, das da wird er jetzt noch einige Schiffe verlieren, aber ich glaube, er wird das im Endeffekt wieder gewinnen. Ne? Er muss dünn vorstoßen und der Martin ist da einfach in der Verteidigungsposition, ja, und kann ihm da einige Schiffe rausnehmen, aber er wird das wahrscheinlich. Richtig. Schade. Das wird er wahrscheinlich trotzdem gewinnen können. Ja. Hier kommt auch schon Verstärkung nach. Schade, ja, dass er die von unten nicht nachzieht. Ja, wäre eine schöne Zangenbewegung gewesen jetzt. Ja, Manni muss jetzt auch gerade einzeln nachziehen. Das kostet ihn auch, merkt man. Kreuzer zieht er weg, hat er gemerkt. Zerstörer und Kreuzer niemals zusammen gruppieren. Ja. Also nämlich das ist eine schön vorfahren. Besonders enge Stelle. Eine besonders enge Stelle, wo jetzt dieser Kampf gerade stattfindet. Was sind das, wenn man mal von diesen Rastern abgeht? Zwei oder drei Dreierbreite? Vierer Breite sind das höchstens, ja, genau. Da passt nicht viel durch, da, gerade bei den Steinen, jetzt bei den Felsen, ja, wo sich jetzt der Martin positioniert hat. Ja, mehr ist das nicht, ne? Drei bis vier Felder in der größten Breite. So, ja, Martin hat zu kämpfen. Also wenn Föhlchen jetzt alles reinzieht, kann er ihn hier wirklich vom Wasser wegdrängen. Föhlchen, der macht gerade auch die Marine von Martin platt. Also das ist jetzt, da kommen jetzt nur noch einzelne Zerstörer aus der Werft raus. Und die ist natürlich dann gefundenes Fressen für das, was da rumsteht. Ja, richtig, genau. So, Chronopanzer wieder. Diesmal in der Mitte. Aber auch hier Kanonenverteidigung. Föhlchen hat eine super Base-Verteidigung in meiner Sicht. Hat auch direkt spätestens jetzt. Ja, er hat direkt umgeschaltet hier, finde ich gut. Hat direkt reagiert, Panzer umgeschaltet. Ja, genau, nimm mal die vier von da oben. Ja. Wie ein Kraftwerk. Ganz ehrlich. Ja. Nicht kritisch. Sehr gut sensibilisiert jetzt der Föhlchen auf jeden Fall, was die Kronos angeht. Ja, mit Türmen an den wichtigen Gebäuden. Schattengeneratoren sowieso schon die ganze Zeit. Und auf der Mitte hat er jetzt auf jeden Fall ein Tech-Zentrum. Vielleicht hat er jetzt vielleicht sogar gleich ein Backup gebaut. Guck dir das mal an, was die Kanonentürme hier mit den Schiffen macht. Ja. Ja, ist eine richtige Schlagküstenverteidigung. Die sind ja gegen Panzer schon effektiv. Ne? Aber Schiffe mit ihrer ganz, ganz schwierigen kleinen Verteidigungswerten, die machen die einfach. Richtig, genau. Aber er zieht jetzt vor, zieht die Kreuzer auch nach. Also ja, die sind als Unterstützung sind die gut. Aber nicht im Alleinkampf natürlich, klar, die Zerstörer haben eine viel höhere Reichweite. Wenn Föhlchen die jetzt da an der Engstelle mit den Zerstörern gut verteidigt, dann kommt ja der Martin auch mit Panzern oder mit dem Mannequins da jetzt auch nicht mit. Nee, das bringt doch nichts. Aber er muss Verstärkung nachziehen, das ist zu wenig, was hier steht. Er muss Verstärkung nachziehen. Sonst kann sich Martin hier gleich wieder aufbauen. Der Martin auf jeden Fall geldmäßig ganz, ganz klar im Vorteil. Geht jetzt auf eine Luftwaffe. Er muss was Neues jetzt. Er muss irgendwie rüberkommen, ja. Das wird er wahrscheinlich nicht gegen die Kreuzer nehmen können, weil dafür sind zu viele Zerstörer da, aber er kann damit die Basen unter Druck setzen, die richtig überhaupt keine Luftverteidigung haben. Richtig. Was er sehen kann, kann er zerstören. Ja. Mit den Helikoptern. Und das Geld dafür hat er auf jeden Fall. Die sind teuer, aber das hat er. Richtig spannend, hier ist gerade ein Bauhof eingeladen worden. Ja, habe ich gesehen. Möchte kommt sogar schon zweiten noch einer raus. Möchte er hier übersetzen? Was meinst du? Meinst du, er hat die Waffen schon in der Warteschlange? Weiß nicht. Er hat auf jeden Fall hier einen Bauhof reingesetzt. Das heißt, und er will nicht nach hier unten, so wie es aussieht. Nee. Mit dem zweiten vielleicht, den er gerade aus der Waffenfabrik rausgejagt hat. Da hat er noch einen, ja. Ja. Aber er scheint hier doch gleich zu versuchen überzusetzen. Um vielleicht eine Frontbase auf Martins Insel zu bauen. Ich würde es so machen. Weil er weiß ja auch, irgendwann kommt er mit den Schiffen nicht mehr weiter und muss ins Landesinnere. Richtig. Und anstatt mit vielen Transportern rüber zu gehen, das ist da besser als einen Stützpunkt da aufzubauen. Gedeckt von den Zerstörern, vielleicht nah am Rand, dass da nicht viel rankommen kann an Panzern oder sowas. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich würde es so tun. Richtig, richtig. Wir schauen mal, was er vorhat. Ich bin da jetzt ganz, ganz gespannt, was Föhlchen macht. Ja, diese Insel hat er noch ein bisschen unter Beschuss genommen, aber eigentlich ist hier nichts mehr großartig. Aber er sollte auch mal ruhig mal 10 Panzer hier rübersetzen, dass er hier einfach die Insel mal cleart.
um Martin wirklich auch bauplatztechnisch von der unten drin rechten Insel abzuschneiden. Ja, das scheint gerade überhaupt keine Priorität für ihn zu haben. Er blockt da einfach nur ab, lässt den Kreuzer schießen und passt einfach nur auf, dass da nicht wieder was aufgebaut wird. Richtig, so, es passiert genau das, was ich gesagt habe. Füllchen baut sich rüber. Jetzt die Frage, hat Martin das im Blick? Nein, ist im Schatten. Martin sieht es nicht. Er sieht es nicht. Aber jetzt gleich sieht er es. Aber er vermutet es. Weil er es halt genauso gemacht hätte wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, er sieht er. Bauch hat er gefunden. Er geht direkt zum Angriff. Kann er retten? Aber jetzt ist er gewarnt. Ja, hier kann er nicht bauen. Wäre ein guter Bauplatz. Er muss sich erst hier unten hin bauen. Aber die Panzer nehmen natürlich immer wieder den Bauhof unter Beschuss. Da reichen auch die Zerstörer nicht. Spätestens jetzt ist das Thema gegessen wahrscheinlich. Wenn ihm da nicht noch was einfällt, dass er die ganzen Panzer rausnehmen kann. Er muss ein paar Panzer mit rübernehmen. Er muss einfach ein paar Panzer mit rübernehmen und dann direkt an der Küste bauen, in Deckung mit den Zerstörern, mit den Kreuzern. Da helfen auch die Panzer hier gleich nichts mehr. So, in Deckung geht er auf jeden Fall schon mal. Waffenfabrik hat er bereit gehabt. Martin sieht es natürlich. So, Bauch packt er wieder ein. Ihn wird aber nicht halten können. Nee, wird er nicht halten können. Also auf jeden Fall nicht. Und Martin muss ihn natürlich von der Insel hier fernhalten. Aber ist auch ein verlustreiches Geschäft für den Martin jetzt. Ne? Ja, er muss immer wieder auf der Störerreichweite rankommen, auf jeden Fall, um da das zu verhindern. Aber du siehst es, er will auch nicht auf keinen Kampf einlassen. Er will nur das Gebäude loswerden. Und Fulgin baut sich wieder hin. Ja. Er macht es genau richtig. Und jetzt mit Kanonentürmen so als erstes. Zumindest einen hat er gesetzt. Finde ich gar nicht verkehrt. Nee. Macht er gut. Der Bauplatz bleibt bestehen dadurch. Ja, ja, er macht es gut, Bauhof wieder eingepackt, Bauplatz vielleicht erstmal gesichert. Richtig. Und dann lässt er... mal mit Kanonentürmen hier hin. Ja. Das ist natürlich eine massive Verteidigung. Jetzt lässt er einkommen. Ja, die Panzer, die gehen drauf. Ja. Martin II, der ist jetzt im Zwang, er muss diesen Bauplatz rein. So. Ja, was bringt die nicht? Füllchen muss mal. Hier einfach nur Bauhof weg. Ja. Aber er hat ja noch einen. Ohne Sphäre übrigens auch. Oh, der vielleicht da mal rüber gebeamt wird gleich. Ja gut, kann er, anstatt dass er mit Transportboot rüberfährt, aber ob das jetzt hier wirtschaftlich ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Spielerei, weil er sich leisten kann. Aber hier kann er drüber sitzen. Hier kann er einen hinsetzen, hier einen Bauhof hinsetzen. Genau, und so, guck mal hier, mal die massive Helifront jetzt. Sehr gut. Da weißt du, wo das Geld geblieben ist. Richtig. Wo will er hin? Irgendwas hat er sich rausgesucht. Ich weiß nicht was. Wir gehen auf die Sicht von Martin. Er sieht ja nicht viel. Bereit zum Ordnung. Ich weiß nicht, wo er die Helise geschickt hat. Landet jetzt da. So schön. Direkt vor den Panzern. Ja, sehr gut. Wird gebaut. Er muss erstmal erkunden. Er kann hier gar nichts angreifen. Ja, Helikopter können nicht in den Schatten fliegen. Nee, können sie nicht, sonst würde er ja einfach durchfliegen. Können auch nichts erkunden. Muss er wieder zurückziehen? Ja. Einheit bereit. Er hat es versucht. Ich weiß nicht, was er genau bezwecken wollte damit. Hier, Fulgin das gleiche wieder. Hat ja gerade gut geklappt. Baut hier wieder seine Kanonentürme auf. Er will sich hier best festbeißen. So, ja, und die Helis hier natürlich das, was sichtbar ist. Ja, dadurch, dass sie den angreifen, decken natürlich ein bisschen auf. Aber der ist jetzt weg. Ja, das war jetzt noch so eine Notlösung. Ja, damit sie wenigstens irgendein Ziel bekämpfen. Richtig. Aber das war wahrscheinlich nicht seine ursprüngliche Intention, diese vielen Helikopter zu bauen, dass er damit nur Erzsammler rausnimmt. Ja, Martin guckt wieder, aber es steht schon wieder drei Kanonentürme von Fulgin. Der muss hier... wieder versuchen, den Folter von seiner Insel zu vertreiben. Wir sind übrigens in Minute 36 und maximal 60 Minuten, die hier das Match dauern kann, sonst ist es nicht entschieden. Oh, dafür, dass es ja nach den ersten Minuten gar nicht mal so gut für den Martin II aussah, hält er das jetzt ja wirklich gut hier. Ja, was anderes kann er auch gerade nicht machen. Martin kann sich nur verteidigen momentan. Ja, er hat den Weg zur Offensive noch nicht finden können und er gerät immer mehr unter Druck. Vor allem geht ihm irgendwann
zwangsläufig auf seiner letzten wirklich bewirtschafteten Insel auch irgendwo das Erz aus. Ja, gut, das sehe ich gar nicht so. Das wird noch echt dauern, weil Erz hat er hier genug. Aber wahrscheinlich wird das Spiel vorbei sein, bevor das Erz. Er muss einen Befreiungsschlag wagen. Und das Einzige, was jetzt in meinen Augen vielleicht eine sinnvolle Alternative wäre, dass Martin jetzt anfängt, vielleicht mal eine Kronosphäre zu bauen, um sich zum Beispiel dann mal hier auf die Insel rüber zu porten. Na gut, hier sind viele Panzer, aber das sieht er ja nicht. Oder sich in die Mitte vielleicht nochmal hin zu porten. Oder, ja, oder hier vielleicht nochmal hin, um hier wieder Fuß zu fassen. Weil Fulgen, siehst du, er macht es nämlich genau richtig. Ja. Er nimmt sich jetzt auch diese Insel hier ein. So, Chronopanzer, Chronoblitz. Wo haben wir einen? Ich sehe ihn gerade noch nicht. Wo war der? Ach, hier. Hier hat er einen Chronopanzer hingeschickt. Können wir mal kurz zurückgehen. Aber auch nur ein Kraftwerk. Ja, der Chrono hat hier aufgedeckt. Ja. Hier hat der Chrono aufgedeckt und dann konnte Martin natürlich das Kraftwerk noch unter Feuer nehmen. Mit dem Schraubern. Ja, muss auf seine Sammler aufpassen. Die dürfen natürlich nicht an die Küste ranfahren. Fahren wieder lange Wege. Ja, richtig. Genau, da ist das. Die Luftverteidigung hat er auch mittlerweile gebaut. Ja, hat der Fulgin gesehen. Spätestens eben, als die Helikopter richtig, genau. Neben den Panzern standen, da wusste er, okay, hier wird irgendwo was herkommen. Ja, mit Chronopanzern kommt er hier nicht weiter. Also dafür hat Fulgin eine viel zu starke Base-Verteidigung einfach. Er hat überall Panzer stehen. Verstehe ich nicht, warum Martin nochmal diese Taktik gewählt hat, weil die hat vorhin auch schon nicht funktioniert. Und die Panzer haben sich ja nicht in Luft aufgelöst. Ja, aber ist auch schwierig für Martin jetzt. Ich weiß, ich wüsste auch gar nicht in seiner Situation, wie ich mich da effektiv befreien sollte. Ihm gehen die Optionen und die Ideen aus, wahrscheinlich so ein bisschen. Richtig. Ne? Hier übrigens, da kommen die Panzer. Er kann das Ganze, ja, wir haben am Anfang über Martin seinen super Panzer-Movement gesprochen, was er beherrscht. Das bringt ihm jetzt gar nichts gerade. Nee, das kann er hier auf dieser Karte gar nicht so einsetzen. Überhaupt nicht. Er kann diese Karte nicht ausspielen. Obwohl es seine Heimkarte ist, ne? Ist ja seine Heimkarte. Ach was? Ja, das ist Martins Heimkarte. Gut, er wird sich dabei was gedacht haben. Ja, wahrscheinlich. Karte ausgesucht. So, hier versucht er nochmal aufzudecken, Gegenangriff. Den Fulgin hier von seiner Hauptinsel zu vertreiben. Waffenfabrik kriegt er. Ja. Zieht weiter zum Bauhof. Ja, aber das sind auch die letzten Panzer gewesen. Oder die Raketen weg. Ja, die Raketen. Nee, das reicht nicht. Drauf. Aber Martin baut jetzt auch hier wieder Panzer. Er will die Inseln hier auch noch nicht aufgeben. Ja, hier verliert der Sammler. Immer mehr. Die fahren immer da um die Kante herum. Ja, richtig. Hier kommt jetzt Luftverteidigung. Also die nächsten Kämpfe werden sich auf die untere rechte Insel anscheinend konzentrieren. Hier ist jetzt wirklich Embargo einfach nur angesagt. Ja. Seeblockade. Bitte dann. Ja. Was an Panzern da hat. Also müsst ihr einfach nur 5 Transportboote bauen. Hier zwischen und einfach mal rüberfahren. Ja. Ja, vor allem, es ist ja nicht viel, was die überbrücken müssen. Er braucht ja keine 5 Transportboote, er braucht nur eins. Immer hin und her. Ja, einfach immer rüberfahren. Einmal Pendelverkehr einrichten. Genau, einmal eine Fähre einrichten so. Und dann im Pendelverkehr rüber. So, aber Manni wird jetzt diese Insel nicht verlieren. Hintereinander kann sie drüberfahren. Ja, genau, er hat schon Verkauf gemacht. Hat auch gesehen, dass die Insel verloren ist. Er behält nur noch einen Schattengenerator und das Tech-Zentrum. Wahrscheinlich wegen der Sicht. Ich weiß nicht, ob er oben... Er hat schon Backup. Hat er schon lange da stehen. Das könnte er auch verkaufen. Weil das hat er schon lange da oben hingebaut. Also die Insel hat er ja innerlich schon lange aufgegeben. So, und damit auch die untere Insel, seine Startinsel damit verloren. Ja. Martin jetzt nur noch auf der oberen Rechten. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie richtig. Kommt er aus dieser Zwickmühle wieder raus? Gar nicht. Er kommt da nicht mehr raus. Nee. Also in meinen Augen wüsste ich nicht, wie er da rauskommt. Weil Fulgin ist auf allen Inseln. Ja, er kann sich nicht mehr aufbauen. Er kann sich nicht adäquat irgendwie wehren. Er kann nur noch sich auf seiner Insel verteidigen und immer weiter zurück. Richtig, genau. Also Fulgin ist auf allen Inseln auch stark vertreten. Das heißt, jetzt mal so, jetzt auch immer so ein Chrono-Bauhof, der könnte vielleicht temporär ein bisschen Schaden anrichten, aber nicht essentiell ist. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Fulgin auf der letzten Insel Fuß fassen kann und dann da ja, so ungefähr aufräumt.
würde ich auch sagen, Füllchen kontrolliert erstmal noch alles hier, ist noch was da. Oder sind das die letzten Einheiten hier oben auf der Insel, die bitte natürlich rausholen. Nimmt auch ein paar Zerstörer für mit. Hier von unten kann er jetzt seine Schiffe nachziehen, die kann er jetzt nach oben ziehen, weil hier ist die Bauoption ja jetzt weg für Martin. Und damit kann er dann richtig einkesseln. Er braucht im Grunde auch jetzt gerade noch in Küstennähe aufräumen. Ja, ja, das den Rest hier, aber das ist ja... Und kann sich dann ganz in Ruhe darauf konzentrieren, wie er jetzt das letzte Viertel der Map... Ja, das macht der hier gleich. Der räumt hier gleich ganz in Ruhe passiv auf. Ja. Chronosphäre lädt auf. So. Da kam der Bauhof. Da, Chronobauhof. Ja. Ah, man hat aber genug Panzer hier. Und den räumt er gleich wieder weg. Frage ist nur, wann er reagiert. Er sieht's wieder nicht. Hat er jetzt nicht. Er hätte den Blitz aber sehen müssen, hätte damit rechnen können, dass das wahrscheinlich ein Chronobauhof sein würde. Mhm, richtig. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er auf den Gedanken kommt. Oder er sagt jetzt, okay, dieses Gefecht, was wir da an der Küste geführt haben, das war einfach alles. Ja, aber er darf ihn sich hier nicht festbeißen lassen. Wenn Voljin sich hier festbeißt, ist die Insel verloren. Vielleicht versucht er es jetzt gleich mit den Helikoptern, schickt einen Panzer als Scout rein, der das aufdeckt und dann... Könnte gut sein, aber siehst, was Fulgi hier macht, der baut jetzt massiv Türme hier auf. Er ist jetzt schon viel zu weit, als dass er ihn da irgendwie wieder verdrängen könnte. Noch könnte es? Gerade gegen die Panzer mit den Türmen. Aber es wird eng langsam. Es wird teuer auf jeden Fall, ihn noch zu verdrängen. Wir haben noch 17 Minuten Spielzeit, also Fulgi muss auch jetzt so langsam mal Gas geben. Waffenfabrik habe ich gesehen, kommt. Ja. Und alles im Schatten. Martin sieht es nicht. Melde mich, wie befohlen. Ich glaube, er hat den Chronobauhof dann nicht erwartet. Er ist auch gerade hier unten irgendwie beschäftigt. Deckt hier nur ein bisschen auf, fährt nur ein bisschen vor. Mehr macht er nicht. Wir sind jetzt wieder auf der Sicht von Martin. Da kommt ein Panzer. Kiste mit dem Bauhof wird er da unten auch nicht finden. Nee, jetzt hat er es aber gesehen. Er hat sofort gesehen, da kommt ein Panzer. Böden hat nur einmal erkundet. Wollte mal gucken, was hier so los ist. Wird gebaut. Jetzt ist die Katze aus dem Sack an der Stelle auf. Normal schon, ja. Normal müsste das eigentlich ganz gut sein. So, jetzt kommt schon wieder Chronopanzer von Martin. Der wird aber. Ja, aber der macht nichts. Hier wird der andere aufgeräumt. Böden hat hier sein Tech-Zentrum gebaut. Nächste Chronopanzer kommt schon. Will aufs Radar, natürlich nicht so effektiv. Aufs Kraftwerk schon mal gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Der Martin hat so ein bisschen oben die aktive Verteidigung irgendwie ein bisschen eingestellt. Ja, und sich komplett zurückgezogen. Und Fulgin, der erkundet jetzt hier mal ganz in Ruhe. Guckt er es an. Ja, er kann sich frei bewegen. Er weiß jetzt, wo das Zechzentrum steht. Richtig. Er sieht auch gerade, dass er keine Verteidigung ist. Sie steht ja oben links. So, jetzt kommen ein paar Panzer rüber, aber... Deswegen fährt er auch, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen vor. Ja, er traut sich jetzt schon mehr auf jeden Fall. Er will da Fuß fassen jetzt. Ja. Er hat jetzt einen Schuss gefasst, er möchte jetzt diese Insel haben. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack, weil hier stehen so viele Panzer. Jetzt müsste man eigentlich wissen, dass hier eine Base stehen muss. Schützen kommen auch mit dazu. Und der erste Angriff von Fulgin auf die letzte Streitmacht von Marine. Das wird er aber noch halten können. Ja, das wird er gerade noch verteidigen können. Müsste aber dann da auf jeden Fall dran denken, dann vielleicht einmal nachzustoßen, wenn dieser Angriff abgewehrt ist. Richtig. Ja, so viel hat er hier noch nicht. Er muss erstmal nachbauen. Er könnte ihn nochmal vertreiben. Wie lang das von Dauer ist, das lassen wir mal dahingestellt sein, aber er könnte ihn vielleicht nochmal vertreiben gerade. Müsste dafür aber auch viel... Müsste alles einsetzen hier. Müsste alles reinwerfen, um die ganzen Gebäude hier wegzukriegen. Würde ihm natürlich noch mal ein bisschen Zeit verschaffen. Mich wundert, dass Fulgin keinerlei Luft einsetzt, dass er auch nicht drauf gekommen ist. Martin hat mir ja Hubschrauber auf den Hals gesetzt, das mache ich ihm jetzt auch. Ja. Weil hier ist ja auch null Luftverteidigung bei Martin. Fehlt ihm vielleicht aufgrund der schnellen Panzerproduktion jetzt auch irgendwo das Geld für oder der Sinn Geld fehlt für. Gerade. Ja, die Sammler, die werden ja auch hier nacheinander immer rausgenommen. Er muss ja ständig auch wieder einen Sammler nachbauen. Ja. Oder er hat nur noch die 3, 4 hier. Hier links kann er gar nicht sammeln. Nee, das Feld ist abgeschnitten, definitiv. Da kommt er nicht mehr dran.
vorzustoßen. Füllchen müsste eigentlich sich nur auf wichtige Gebäude konzentrieren. Weil ich glaube, dass man hier innerlich auch kurz vor der Aufgabe ist. Vielleicht ja, nur Zeit im Auge hat. Richtig, er kann sich vielleicht, wenn er sich gut anstellt. Ich meine, er ist jetzt auf seinem, wie soll ich sagen, er ist auf seinem Heimterrain. Ja, muss sich mit Panzern verteidigen, Panzermovement kann er. Vielleicht denkt er sich jetzt auch, okay, ich versuche das jetzt hier in Unentschieden zu retten. Gewinnen kann ich das eh nicht mehr, aber richtig. Die letzten Minuten, da hole ich meine Skills raus, die ich mit den Panzern drauf habe und dann wird jetzt hier auf Unentschieden gegangen. Ja, also Martin versucht hier nochmal zu vertreiben. Nee, zieht sich zurück. Merkt das auch, dass es zu spät. Ja. Zu viele Kanonentürme. Zu viel Zerstörer, Kreuzer feuern gleichzeitig. Obwohl Kreuzer sind ja gar nicht mehr. Aber er gibt auch definitiv nicht auf. Nö, er will das jetzt über die Zeit bringen. Er will ja. das jetzt über die Zeit bringen. Er sieht diese Chance, da einen Unentschieden rausholen zu können. Kann er auch noch, weil Füllchen ist viel zu zögerlich. Ja, ja völlig legitim. Die ganzen legitim. Panzer muss er alle übersetzen. Ja. Verstehe ich nicht, warum er es nicht macht. Weil er hat ja jetzt die Position. Er kann ja hier in Ruhe alles übersetzen, nacheinander. Guck mal, hier stehen Panzer. Hier. Hier stehen Panzer. Vor allem, er müsste es ja hier. Machen. Er hat ja Zeitdruck, wenn hier. Er das gewinnen will. Ja, richtig. Und die kann er schneller übersetzen, als dass er, ja. dass er drüben bauen kann. Ja. Vor allem, was soll ihm passieren beim Übersetzen? Die werden ja nicht sofort zusammen. Werden ja nicht sofort zusammengeschossen, wenn sie aussteigen. Richtig, genau. Hier ist schon wieder eine Kiste. Ich hab nur mal Kistenjäger. Nächsten Sammler und weggesagt. Nee, also dass er die nicht übersetzt, das verstehe ich auch nicht. Hier sind ein paar Schützen. Und sich so, haben sich schön aufgedeckt. Konnte der Kreuzer hier die Waffenbrücke rausnehmen. Aber die Panzer, die muss er alle übersetzen. Dann kann er so über Martin drüber rennen. Ja. So, müssen wir kurz spulen. Er fährt ja auch gleich hier mit ein paar Panzer nur rein, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Schiffbau stoppen, den hier Fähren im Fährenmanier fahren lassen. Das Schiff braucht er nicht mehr. Ja. Das hier ist Quatsch, was er hier macht. Und das liegt definitiv nicht am Geld. Ja, man hat auch Geld, aber auch nicht viel. Ja, beim Füllchen meine ich jetzt. Also, das ja, ist auch nicht mehr viele Sammler, ne? Drei Sammler sind nur noch aktiv. Ja, und die fahren, die müssen weit fahren. Aber ja, viel zu weit. Ich meine, er hat jetzt versucht, oben links das Feld anzuzapfen, aber das wird ihm auch nicht mehr viel bringen. Ja, hier oben kann er so ein bisschen, ne? Ja. Ah, Martin darf nicht zu weit vorfahren. Die Kanonentürme machen ihn nicht schwer zu schaffen. Ja, die Tür mit U von B und wenn er in die Reichweite der Armada, die da unten nicht kommt, dann ist dann wird es sehr, sehr schmerzhaft. Richtig. Aber er kommt nicht auf die Idee, seine Panzer überzusetzen. Überhaupt nicht. Die stehen alle auf. Wenn Füllchen das deswegen nicht schafft, dann muss ich mir den nochmal persönlich machen. Das wäre ja ein verschenkter Sieg. Definitiv. 10 Minuten hat er noch. Er hat alles zur Hand, was er braucht. Er ja. kann, selbst wenn sich der Martin nochmal mit Panzern wehren würde gegen die Landung, er hat ja genug Schiffe, die sie decken können. Er hat ja nichts mehr. Martin hat nichts mehr. Er muss ja nicht mal hier oben, wo sich die Panzer rumtreiben. Nee. Er kann ja weiter unten, wo ja gar nichts mehr steht. Richtig. Und so schnell kommt der Martin da auch nicht wieder hin. Nee, geht doch das Geld immer mehr aus. Aber ja. Helis baut er schon keine mehr. Ja, sind sowieso fast weg. Kreuzer, ich muss alles rausgenommen. Er kann ja Panzer nicht mehr am Fließband produzieren, sondern nur noch im Manufakturmodus quasi. Ja. Alles richtig. Einzelanfertigung. Ja, richtig. Ja, man merkt, das Geld geht immer weiter runter. Jetzt, genau. Ja, der Füllchen, der beißt sich jetzt so langsam durch, aber das ist... Ich sehe noch das Zeitproblem. 10 Minuten. Ja. Die Zeit spielt jetzt für den Martin und gegen den Füllchen. Ganz am Anfang war es vielleicht ein bisschen umgekehrt, als der Martin sich gerade nochmal so zurückgekämpft hat. Aber das hat er dann auch wieder nicht genutzt, dass er das Blatt wenden konnte. Richtig. Beide ihre Chancen wirklich vertan in diesem Spiel. Ja, richtig, richtig. Und gerade für ihn jetzt. Jetzt kommen nochmal die Helis nochmal mit zur Unterstützung. Aber die sind natürlich hier leichte Beute für die Zerstörer. Ja, er versucht hier die Waffenfabriken loszuwerden, um einfach nochmal Zeit zu gewinnen.
um hier noch die letzten 9 Minuten und 5 Sekunden sind es, über die Zeit zu bringen. Vielleicht die Heli ist nicht gut gelenkt, dass er sie halt direkt über die Zerstörer fliegen lassen. Hätte er sie von Norden anfliegen lassen, hätte er die Waffenfabrik wahrscheinlich sogar bekommen können. Vielleicht hätte also dann können, außerhalb der Reichweite. Aber hier unten steht nur eine, also da ist kein Problem. Aber Fülchen kommt so langsam durch. Ja. So langsam kriegt er es. Die Verteidigung bröckelt natürlich immer weiter. Ja, weil man ihn nicht durchproduzieren kann. Man fällt immer wieder auf Null zwischendurch. Er konnte nicht durchproduzieren, das hat man gesehen. Fülchen schwimmt im Geld. Und Martin kann nicht Panzer und Türme produzieren. Also nee, das geht nicht. Das schafft er einfach nicht. Noch können die Sammler hier ein bisschen sammeln, aber spätestens wenn die hier vorne sind. Ja, die werden jetzt die ganze Zeit schon vom Kreuzer unter Beschuss genommen. Da ist schon wieder einer down. Ich sehe auch, ja, 3 sehen wir noch fahren. Ja. Wo die Sammler vorbeifahren, rundherum wird alles zerschossen. Und Fujin baut sich vor und zieht jedes Mal eine kleine Panzertruppe zusammen. Ja, gerade bei den Kreuzern, die Sammler, je nachdem in welche Richtung die fahren, dann fahren die ja geradewegs in diesen übermäßigen Schuss des Kreuzers richtig rein. Richtig. Und reißen dann hier die Gebäude mit sich, ne? Richtig, richtig, richtig Pech an der Stelle auf jeden Fall für den Angegriffenen. Richtig, ja, das ist auch so. Fülle kommt durch. Ja. Er baut sich immer weiter vor, auch mit Türmen. Super, jetzt zieht er seine eigene Base-Verteidigung zieht er quasi nach. Macht da mehrere Verteidigungsringe, da ist überhaupt kein Durchkommen mehr. Selbst wenn der Martin nicht mehr. Martin jetzt noch Geld hätte und Panzer produzieren könnte, da kommt der doch überhaupt nicht mehr durch. Nein, das ist auf gar keinen Fall. Es ist eine Frage der Zeit und Fülchen könnte es doch noch klappen, weil wenn er einmal durch ist, hier ist nichts mehr. Und lange suchen müsste er sowieso nicht, weil die Einheiten können ja nun hier auf der Insel sein. Oh, was macht Martin, ne? Wo will der Heli denn hin? Martin versteckt Helis. Oder versucht zumindest Helis zu verstecken. Oh, die sind natürlich bei Orange. Orangener Heli in dem Erzfeld. Das ist fies. Das ist ja also noch auf der Karte siehst du es fast gar nicht. Oh, das ist wirklich fies. Also das ist ja noch fieser als so ein Spion hinterm großen Kraftwerk oder hinterm Baum. Ja, aber sag mal, Martin versucht jetzt hier noch die letzten Sekunden rumzureißen. Der wird auch kein einzelnes Gebäude verkaufen. Der wird hier bis zum letzten Mal kämpfen. Und wenn Fülchen nicht jetzt mal richtig Hakengas macht. Dann wird er den Sieg noch verschenken. Wir haben noch 6 Minuten 30 ungefähr. 6 Minuten 25. Bis zum Ablauf der 1 Stunde. So, zeitlich müsste er es eigentlich hinkriegen. Wenn er jetzt statt aufzuwischen durchkerchert, dann kann er das schaffen, ja. Ja. Ganz genau, sehr schön durchkerchert. Aber dann muss er wirklich Druck machen jetzt, damit das funktioniert und nicht so zaghaft vorkommt. Schön, wie er noch Schattengeneratoren nachzieht, völlig unnötigerweise. Er bleibt seiner Schiene treu auf jeden Fall. Hätte besser, also anstatt mal Schattengeneratoren zu bauen, könnte man Panzer rüberziehen. So, hier ist noch ein Chrono irgendwo hingegangen. Frag mich jetzt nicht, wo der hin ist. Doch, hier oben, ich hab's gesehen. Guck mal hier. Ah, mit dem geht er nochmal zum Angriff über? Nee, ich glaube, der wollte ihn verstecken. Aber ja, er fährt jetzt runter, ne? Ja. Der letzte verwegene Angriff nochmal. Ja, so ungefähr. Nochmal den Fülchen nochmal ein bisschen ablenken. Ja. Ja, aber gut, der zieht jetzt hier durch. 5 Minuten geht das und 20. Drauf. So. Ich meine, gebäudemäßig dürfte es das gewesen sein, oder? Ja, gebäudemäßig hat er ihn, klar. Auch, da sind noch ein zieht, da zieht er jetzt auch durch, also das wird kein Problem sein. Panzer hat er genug. Könnt ihr auch noch einmal in 2 Gruppen hier aufteilen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ja. Er müsste wissen mittlerweile, da wird nicht mehr die große Überraschung auf seine Truppe warten. Ja. Aber wenn es an diesem einen Heli unten scheitert, ne? Wir haben die Regel komplett vernichten. Ja. Ist sehr umstritten manchmal bei den Zuschauern, aber ich finde in so einem Spiel, so wie jetzt hier, wo das so knapp ist, ist es legitim. Definitiv. Ich habe auch immer dafür gestimmt, dass diese Regelung so bestehen bleibt. Du warst auch einer, der die behalten wollte. Ja, wir haben wir haben für die Zuschauer ganz wichtig, wir haben ja mehrmals abgestimmt unter den Spielern, wollt ihr diese Regelung behalten oder sollen wir sie ein bisschen aufweichen in irgendeiner Form? Nein, die Spieler haben sich mehrmals dafür ausgesprochen, dass sie bleibt und dann lassen wir es auch drin.
alle, ich glaube, drei Abstimmungen waren es, sind immer gleich ausgegangen. Also die Diskussion ist damit seit ein paar Monaten vom Tisch. Richtig. Und das bleibt. Für mich ganz persönlich, genau. Ich finde es gut, ich finde es witzig. So. Okay, jetzt wird verkauft. Oh, Money verkauft? Okay, 4 Minuten noch. Zieht jetzt natürlich das vielleicht alles zu früh zusammen. War das vielleicht zu früh verkauft? Hätte er nicht machen müssen. Nee. Weil wenn er hier auf Zeit spielt, als versucht er hier mit den Einheiten noch irgendwie wegzulaufen. Aber das kostet ihn, das bringt ihm keine Zeit, weil er kann ja nicht so hinlaufen. Fürgen hat ja Vollsicht, er muss ja schon den letzten Schatten hier aufdecken, um zu gucken. Da hätte es länger gedauert, wenn er die Gebäude hätte stehen gelassen. Genau, oder er hätte die Figuren richtig weit fahren. Die hat er natürlich gesehen. Ja. So, dann haben wir hier noch was. Hier ist noch ein ganz kleiner Schatten aus Fürgens Sicht. Konstruktion abgeschlossen. Hier. Ich habe hier irgendwie eine Einheit irgendwo auf der Karte. Oh, ich sehe hier nichts. Hier unten ist der Heli, hier unten ist noch ein Schütze. Ja. Guck mal, hier unten kannst du vielleicht auch noch ein Schütze. Ah, da ist gerade das Layout drüber. Ach ja, doch, ich kann so schemenhaft erkennen. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, genau. Ja, das Layout. Hier ist noch einer, also hier unten. Da ganz in der Ecke, unten rechts ist einer. Wir brauchen Sie. Und halt der Heli hier ganz unten, ne? Dann sieht man so ganz knapp durch das Layout durch. Da ist einer. Wir bleiben auf Fürgensicht auch drauf. Wir brauchen Silos. Der ist jetzt natürlich gezwungen, die Map zu überprüfen. Und er hat alles. Er hat bis auf diesen kleinen. Wir sind ja auf Fürgens Sicht gerade drauf. Also er hat ja nur noch diesen einen kleinen Schatten hier. Gebaut. Ja. Und jetzt geht das Suchen los. Er hängt jetzt wahrscheinlich mit der Nase am Bildschirm. So nämlich. Und sucht die Karte ab nach einem orangenen Punkt. Und wir wissen, dass die Sachen da stehen. Wir haben den Helikopter hinfliegen sehen, er aber nicht. Und dann durchsuch mal so ein Erzfeld jetzt da. Richtig. Einfach Raster für Raster nach einer feindlichen Einheit. Oder die. Er geht ja vielleicht davon aus, dass Spione hinter den Bäumen irgendwo stehen. Alles kann man so jetzt suchen. 2 Minuten 15 hat er noch. Hier unten ist der Heli, weiter rechts ist der Infanterist. Das sind die letzten Einheiten hier. Was so ein bisschen auf der Karte aussieht, da als wäre das wäre, da ist nichts. Das heißt, ja. Böge muss ja aufdenken. Er hat noch 2 Minuten. 2 Minuten 15 hat er noch. Ne, 1 Minute 15 hat er noch. Oh, ich glaube, er hat es gesehen. Guck mal. Ah, jetzt versucht er es. Jetzt geht er ran. Er hat es gesehen. Er hat den Schützen gesehen. Oh, der wird jetzt spannend. Er hat den Schützen gesehen. Wir brauchen Silos. Echt, also beide? Ja, er hat den Helikopter gesehen. Heli hat er gesehen, dann wird er den Schützen auch gesehen. Wir brauchen Sie. Oh, war das knapp. 1,30. Ihr Einsatzfahrzeug. Ist es jetzt noch nicht 1,15? Bei vorhin war es 1,45, 1,30 noch. Das war's. Nein, das war's nicht. Irgendwo steht noch einer. Wo? Ja, in Ordnung. Wo? Vielleicht doch ein Spion irgendwo. Einheit bereit. Aber wo? Wird gebaut. Hier hinter? Wir brauchen Silos. Ja, Sir. Nee. Einheit bereit. Bestätigt. Was sagt denn die, die Sicht von dem Martin? Warte, wir gehen auf Martins Sicht einfach, genau. Oh, yeah. Das ist wo das, was gerade ausgewiped worden ist. Wo hat er denn noch was? Steht oben rechts hin, unter der Map. Hier oben rechts war noch was. Da ein Schütze stand hier noch. Hier. Ja. Und damit ist das Spiel vorbei. Glückwunsch an Fulgin. Das war ja wirklich... Das war knapp. Was hat er? Boah, er hat nur 32 Sekunden. 32 Sekunden hat er noch gehabt. Jawoll. Und damit geht der Sieg an ihn. Ja, guck dir mal den Geldunterschied an, klar. Er hat ja auch die Map Control gehabt. Mal den gut gegengehalten. Puh, spannendes Spiel, Nerdy. Ja, also, geschwitzt. Das ging ja wirklich hin und her heute auch hierbei. Und, also gerade so, es ist ja so vertane Chancen. Ja, wenn man die von den Spielern sieht. Die richtig, nehmen einen richtig mit dann, ne? Also wenn einer komplett durchzieht, es ist auch, das sind super Games, aber auch wenn man sieht, das geht hin und her und die geben sich nichts und da werden Chancen irgendwo liegen gelassen, das macht das richtig spannend, dieses Spiel. Und dann haben wir natürlich jetzt hier so eine Sache, 59, 28 Sekunden bis zum Sieg, also wirklich in letzter Sekunde, will ich schon bald sagen. In letzter Minute, kann man sagen, hat er es noch hingekriegt. Ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Dankeschön, Nerdy, dass du dabei bist. Aber wir machen noch 2 Aufnahmen. Also wer die nächsten 2 nach Moderation sich anschauen, wird den Nerdy nochmal mithören. Aber für das Video, für dieses Match, vergesst nicht einen Daumen da zu lassen, vergesst nicht einen Kommentar da zu lassen. Gerne Feedback für den Nerdy.
Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Nerdy, und wir sehen uns gleich nochmal wieder, ne? Genau. Sagt mir, wie ihr es fandet. Ich brauche da die offene, unverblümte Kritik. Gerne auch konstruktiv auf jeden Fall. Ja, bitte konstruktiv. Alles andere lösche ich. Alles und klar. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.